Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei meinem neuen Format Raus aus Bronze, nennt sich das Ganze. Die neue Season hat begonnen, ich wurde eingestuft direkt in Bronze 5, war letzte Season Silber 4, habe mich damit schon hochgekämpft aus Bronze 5, diesmal will ich das wieder tun, aber mit euch zusammen. Ich werde regelmäßig immer mal ein paar Games davon aufnehmen, die Promos werde ich auf jeden Fall aufnehmen oder eventuell sogar bei Twitch streamen, da würde mich eure Meinung sehr interessieren. Wie ihr es gerne hättet, ob ich quasi drei Promos aufnehmen soll oder ob ich quasi zwar auch drei aufnehmen soll, aber zu einem Video zusammenschneiden soll oder soll ich, ja wie gesagt, das einfach bei Twitch live streamen, damit ihr live dabei sein könnt, wie ihr möchtet, da richte ich mich ein bisschen nach euch. Und ja, wir werden jetzt erstmal schauen, ihr dürft hier natürlich keine Pro-Plays erwarten, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Wie ihr seht, bin ich eigentlich mit Midlane Jungler sind meine Rollen. Ich habe jetzt hier aber getauscht mit unserem ADC, weil unser ADC gefragt hat. Und ich dachte mir so, wenn der ADC schon fragt, ob er in den Jungle kann, kann er definitiv nicht ADCen. Ja. Ich kann das selber nicht. Aber ich denke mir, lieber probiere ich mein Glück. Und bevor da jemand komplett reinzackt. Und ja, das werden wir gleich sehen, wie das funktioniert. Wir spielen mit Ezreal. Und ja, wir sehen uns gleich im Match. Bis gleich. So, Freunde, wie startet man ein Raus-aus-Bronze-Match besser als mit einem direkten Disconnect? Geh weg. Ja, läuft. Gut, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Was ist das denn? Seit wann ist das denn? Alle Systeme geladen. Sorry. So. Jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen mehr anstrengen als normal, was natürlich auch perfekt passt, weil ich ja gesagt habe, dass ich ADC hasse wie die Pest. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Farm verpasst. So, wir sind da, Freunde. So, ich muss mich jetzt natürlich ein bisschen konzentrieren hier. Weil mit einem ADC zu farmen ist was anderes als mit einem Midlaner zu farmen. Oder halt mit einem Jungler, ist ja klar. Aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin. Oh lol. Ich muss mich erstmal komplett umgewöhnen, das ist überhaupt nicht meine Lane. Oh lol. So, aber ich denke mal, wir kriegen das hin. Wir sind ja keine Amateure. Auf dieser Lane schon, aber. Und ja, ich weiß, ich spiele Bronze 5. Ja, bla 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 und so weiter. Ich kenne das doch alles, Freunde. Huch. Oh lol. Und ihr seht, Farm funktioniert wunderbar. So. Wie sieht's denn eigentlich aus jetzt hier? Warte mal, ich muss mal kurz hier mit dem tauschen. So. Und so. Und 14 zu 18. Okay, sie ist also selber schlecht im Farmen. Das ist ganz gut. So. Haben wir ihm schon mal ein bisschen Schaden gedrückt. So. Haben wir ihr auch schon mal ein bisschen Schaden gedrückt. Na los in der Mitte. Ah, Morgana, jetzt willst du es wissen. Hallo, Shin. Wir haben gewardet. Oh, lol. Lol. Oh, ich habe meinen Jump nicht mehr bereit. Verdammt. Schade eigentlich. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Nice. Farmgott. Not. Not Farmgott. So, so,
So, ja, warum überhaupt das neue Format? Ich habe mir so gedacht, Aram, es, ja, keine Ahnung, es spielen halt echt wenig Leute und die meisten Leute interessieren sich auch wenig dafür. Deswegen lieber ein paar lustige Bronze-Plays, zumal es mir selber auch mehr hilft, weil ich dadurch auch mehr Ranked spiele und eventuell auch von euch mal ein paar gute Tipps bekomme. Ich meine, ADC-Tipps brauche ich... Nein! Das war so ein ekelhafter Bait! Bait! Nein, 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 nein! Oh, ich wusste es, Mann. Ich dachte aber, der ist in dem Busch. Das, oh, es war so klar, Mann. Ich dachte aber echt, dass der hier ist und nicht hier. Dann hätte ich hier wenigstens noch genug Zeit gehabt, wegzukommen. Okay, my bad, my bad, my bad. Ich sehe es ja ein. Alles my bad. Alles mein Bett. Ich nehme mal 3 mit. Sind wir auf der Safe-Seite. Farmtechnisch hängen wir jetzt extrem weit hinterher, aber ich glaube, das kriegen wir wieder raus. Wie sieht es auf den anderen Lanes eigentlich aus? Ja, gar nichts passiert bis jetzt. Wir haben uns den ersten Fail geleistet. Poppy mit 0 Mana. Schwierig. Malzer kommt zur Hilfe, aber ich glaube, der kann ja nicht viel machen. Die ist einfach zu weit reingepusht. Zumal er noch nicht... Doch, er ist Level 6. Okay. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. So. Morgana, hast du Wards? Ja, hat sie. Das ist gut. Wir fahren mal über hier hinten so ein bisschen. Wollen ja nicht pushen. Ach ja, Freunde. Ist euch mal das nicht vorgestellt? Und so schon gar nicht? Okay, es läuft nicht. Ist okay, ist okay. Wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Wir kommen im Late. So der klassische Spruch, ne? Wie ich die MF hasse, ey, jetzt schon. Wie sieht's mit Farm jetzt aus? Ich hänge extrem weit hinterher. Da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Oh, ich krieg's auch einfach echt nicht hin mit dem SW. Ich brauche echt noch mehr Items, damit ich ein bisschen Schaden habe. Oh, Leute, den wollte ich überhaupt nicht treffen. Oh, leck mich doch. Was, that's funny? But you still push. Okay. So. Oh, lol. Nein, es hat nicht gereicht. Alter, wie lang ist denn diese Ulti, bitte? Okay, Morgana, Double Kill. GG. Ist okay. Alter, die Ult geht ja echt lange. Ist das sinnvoll jetzt schon? Nee. Ja, so ist, glaube ich, macht es am meisten Sinn. Schön macht ein Tower. Pass auf da. Lol, lol, lol. So, es wird Zeit, dass wir unsere Ulti bekommen, Freunde. 0-2-2. Es geht natürlich perfekt los. Wie gesagt, es ist keine Ausrede. Ihr könnt gerne auf mein Profil gucken. Meine Matchmakings, keine Ahnung, Spielverlauf, irgendwas. Ich bin kein ADC. Ich hasse diese Lane. Und wenn ich sie spiele, seht ihr, wie es aussieht. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, ja, warum tauschst du dann mit dem Jungle? Ja, weil es halt ein Bronze-Play ist. Scheiß drauf. Ne? Macht das hier für euch? Nein, natürlich nicht. Ich möchte natürlich hier aufsteigen und ich möchte natürlich hier auch gewinnen. Und ich denke, ja, vertraue einfach darauf, dass der ja, Shin Tsao das gut macht. Weil er den auch Stufe 6 hat, den Kollegen. Was mir eigentlich sagt, dass er gut ist. So, das war auch ganz gut.
Jetzt haben wir endlich unsere Ult-Freunde. Hast du ein Feuer bereit? Mann. LOL! Okay, wir haben ein paar Probleme. Es ist schwieriger, als ich mir gedacht habe. Vielleicht hätte man doch Corki nehmen sollen. Bin mir gerade nicht so sicher, ob es daran liegt. So. Ja. Guck du mal. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo der Wukong gerade ist. Bin auch schon ewig nicht mehr auf der Map gesehen. Mitte ist Miss. Nice. Okay, Poppy steht... Okay, Brand kommt. Oh, nice. Aber hilft uns jetzt halt nicht so. Ach ja. Oh Mann, ey, ich brauche echt mehr Schaden. Alle Systeme geladen. Okay, ihr seht, ich bin absolut. Oh lol, wo? Was ist hier los? Was ist hier los? Nice, wir haben einen Kill, Freunde. Hab meine Ult ein bisschen falsch platziert, aber wir haben immerhin die Ash getroffen. Die MF getroffen, das war ganz gut. Aber eigentlich wollte ich, ich weiß gar nicht mehr, was war, Wukong oder Brand? Einer von beiden war sehr low life. Hätte ich direkt mit der Ult abholen können, habe ich aber leider nicht getroffen. So, jetzt mal hier kurze Konzentration. Oh, lol. Ist das dein Ernst? Die Morgana, ey, ne? Die farmt hier halt voll mit. Mitte Miss. Ah, die machen den Drake. Oder haben die den Drake gemacht? Brand, verpiss dich. Okay, wir haben echt genug Kohle. Wir müssen unbedingt mal zurück einkaufen. Wir machen noch schnell die Wave und dann sind wir hier weg. Ist mir eigentlich egal, ob sich die Morgana da den Farm nimmt, weil, wie gesagt, ich bin eh kein ADC und wenn sie halt ein bisschen was damit anrichten kann, soll sie. Ich habe ja keine Ult, ne?
Ich hätte halt noch Heal, aber das ist mir einfach zu riskant. So, wir kaufen uns jetzt das, dann kaufen wir uns das, dann kaufen wir uns das. Und schon nehmen wir noch zwei davon mit. Ich denke mal, sind wir ganz gut dabei. Für Non-ADC. Wie sieht es auf den anderen Lanes eigentlich aus? Malzahr steht 1-1, der steht 3-3. Ist alles nicht so... Naja, keine Ahnung, nicht so ein richtiger Vorteil. Morgana steht da 3-0, das ist halt gut. Kann sich dadurch... Ja, Sub braucht natürlich, ne? Sub braucht Items, um mich zu beschützen. Ist doch logisch. Oh, nice, 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 nice. Den wollte ich. Und den habe ich gekriegt. Ciao, Bella. Care? Ja, ja, ist mir klar. Mit dem Q-Farm hier. So. Alle Systeme geladen. Jetzt gibt es kein Zurück. Ja, lol. Ja, ja, das war nicht mal Klose, das war total predicted. Ja, ja. Lol. Easy. So. Einfacher wird's nicht, Freunde. Okay, zwei sind Brand und Narsis Toplane. Das heißt, wir können hier ein bisschen was machen. Ich denke mal, es läuft doch, oder? Was meint ihr? 4-2-4. Vielleicht sollte ich ja doch ADC Main. Nein, Spaß. Es sieht halt total kacke aus, was ich hier spiele. Das weiß ich auch selber. Nichtsdestotrotz. Wir haben echt Kohle, um damit was anzufangen. Wir drücken ja richtig Schaden auf einmal. Ich hab in 3 Ult. Ah, lol. Ah, okay, Morgana holt sie natürlich noch ab. Ah, okay, mit Wukong habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber war klar, wenn die so folgen, obwohl die die ganze Zeit auf die Fresse kriegen, musste der kommen. Aber egal, wir müssen eh shoppen. Kaufen wir hier direkt das ein. Ah, nur noch so ein bisschen was fehlt. Na gut, ich würde halt gerne eigentlich noch einen Trank mitnehmen. Das ist jetzt... Weil hier ist noch eine Weile weg. Good job, S. Ja, die Morgana spielt echt gut. 4-1, 4-3. Ich denke mal, die Botlane ist ganz okay. Hört sich apokalyptisch an. Genau, schön. Jetzt räumen wir auf, komm. Doch, mach die kalt. Geh drauf, Junge. Geh drauf. Ja, 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 ja. Dio und alle Dio. Ich habe keine Ult, Mann. Ich würde gerne helfen. Wupp. Was? Nein. Wie viel fehlt uns eigentlich noch? Wir haben ein bisschen was fehlt uns noch. Ein paar Effekte müssen wir noch machen hier. So. Wupp. So. Ja, ja, ja. Ich bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, Freunde. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Oh, lol. Hättest du mir lassen können, den Kill, Junge.
Jahrhunderte voraus. So, dann helfen wir hier mal ein bisschen. Was ist los, Junge? So, das ging doch schnell. Ich bin wieder hier. Mein Farm ist halt total kacke, aber der Rest sieht gar nicht so schlecht aus, dafür, dass ich kein ADC bin. Oh, da kommt Wukong. Oh, lol, war der oh Gott. Ja, auch das gehört mal dazu. Wo ist der Brand? Wie viel hat er da? 600? Ne, so viel Schaden machen wir leider noch nicht. Schade. Noch reicht es nicht, um ihn zu töten. Gib mir die Koordinaten. Wie sieht's aus, Freunde? Helft er mir, oder? Hab da keinen Bock. Das war my bad. Oh lol, der Brand. Hat nicht gereicht, nein! Was? Plus 1700, was? Ach so, ich hab's, Dings. Nee, ist noch nicht fertig. Hä? Was? Oh, Mann. Ich bin in Jahrhunderte voraus. Wir warten jetzt einfach mal, bis der kommt. Ja, ja, warte. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Poppy, räum auf! Oh, lol. Ach, wirklich? Oh, Morgana, nein! Warum? Naso steht 5-2-1. Ah, okay, Poppy steht auch 4-2. Hab nichts gesagt. War jetzt natürlich bitter. You should buy Wardstone, I guess. Good job, Xin. Ja, mehr Wards wären echt nicht verkehrt. Aber sie geht halt sehr tanky, also das ist schon ganz gut. Sie macht ihren Job auch so ganz gut. Wir müssen vielleicht öfter mal einkaufen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen mein Fehler, dass ich zu selten einkaufen gehe. Tank. Ja, ich glaube, es ist schon nicht verkehrt, wenn wir gleich auf Dings gehen. Wir werden sehen. I trust in it. Ich meine, die haben zwar nur zwei Tanks, aber ich denke mal, da können wir schon ein bisschen was mit anrichten.
447. Okay, wir müssen noch ein bisschen an uns arbeiten, das steht fest. Aber das war ja von vornherein klar. So. Push IDEF. Okay. Dann nie Pushy, du Defi. Eieiei, jetzt kommt MF mit Norwest. Ult. Das war mein Farm. Huch. Hört sich apokalyptisch an. Ich bin dabei. Oh nein. Was denn? Was denn? Oh, sind alle Miss, alle Lanes. Okay, Brand ist wieder top. Uns ein bisschen Farm klauen. So, Batz. 10 Farm. So, nochmal 10. So, nee. Ich bin im Jahrhundert voraus. Wir drücken halt echt Schaden, aber es ist noch zu schwierig, hier irgendwie was zu machen. Ah, Mann! Kleine Pisser. Jetzt habe ich ihn getroffen. Macht er sich, hat er gleich Schiss gehabt, hat er sich gleich versteckt gekleidet. So. Okay, wir haben Drake. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen helfen. Ah, lol. Ja, nein, nicht aufgeben. Was ist los? I push, but nobody help. Ja, wir haben selber gepusht. Guck mal, Poppy macht jetzt da einen Tower. Morgana save den Tower. Ist doch vollkommen okay. Wir sind... Guck mal, wir sind besser als der gegnerische ADC. Und ich glaube nicht, dass die auch getauscht haben. Wir haben zwar einen schlechteren Farm. Aber, ne? Oh, Freunde. Nicht so negativ. Alles wird gut. Wir nehmen uns mal noch 2 Tränke mit. So. Das. Stop talking and PK. Regel Nummer 1. Stop talking and PK. Scheiße, wir haben keine Ult, ne? Wir können jetzt so geil aufräumen. Lol, lol, lol. Poppy, brauchst du Hilfe? Ah, fuck this. Shit. Who's that girl? Okay. Die Frage ist, was tun? Was können wir tun? Können jetzt helfen, hier ein bisschen beim Pushen. Die Frage ist, wo pushen wir? Midlane, Shin ist Toplane, Botlane, Malzahar geht jetzt Toplane. Ist halt jetzt auch nicht so clever, hier alleine rumzutanzen in der Mitte. Weil da wird nämlich gleich irgendwas passieren. Wir könnten den MF jetzt unten abholen. Wir könnten Malzahar helfen gegen Nasus. Junge, ich komme! Ist zu spät. Ja, was willst du da machen? Ich habe mein Item auch noch nicht fertig, von daher kann ich da auch noch nichts groß anrichten. Wenn wir natürlich unser Lord Dominix fertig haben, dann können wir auch gegen Nasus fighten. Vorher eher schwierig. Oh Leute, da steht schon wieder jemand drin. Brand können wir natürlich schnell töten. Aber dafür müssen wir erstmal rankommen. Und den Rest irgendwie fernhalten. Können halt wirklich immer nur unsere Qs reinschmeißen und hoffen, dass wir damit irgendwann mal jemanden töten. Uts! Was war das für eine Ult, Poppy? Boom! Brand, bye bye!
Ich denke mal, es war okay. Ich fand es zumindest ganz okay. Braucht noch nicht mal einen Trank. Auch wenn es ja sehr close war. I suppose that's good. Ich habe keine Ahnung, was suppose heißt. Aber ich glaube, sie hat recht mit dem, was sie sagt. I believe in her. I believe in Poppy. Ich believe eigentlich in das ganze Team hier, aber eigentlich sind wir gar nicht so schlecht. Los, mach den Inhib. Okay, und weg. Den Inhib und weg. Den Inhib und weg und weg. LOL! Ich dachte echt, dass die es bis dahin schon mal vorschaffen, aber naja, okay. War bad. Oh lol. Toplane braucht unsere Hilfe. Die soll sie bekommen. Hört sich apokalyptisch an. Ich bin dabei. Gehen wir rein? LOL! 4 Sekunden habe ich Ult, Freunde. 4 Sekunden habe ich Ult. Tötet ihn! 12 Assists, ey, als ADC ist doch nicht euer Ernst. Mach sie kalt, mach sie kalt! Töte sie! Töte sie! Gutes Mädchen. So, haben wir das fertig? So, dann gehen wir mal ein bisschen auf Blutdürster. Blutdürster oder Blut... Ja, Blutdürster, ne? Blutdürster, genau. Report Brand... Represent Brand... Ja, GG. So, 10 Sekunden sind wir wieder da. 5, 6, 12, ey komm, wir sind nicht schlecht. Immer noch im Farm total kacke. Aber es ist halt auch Gewöhnungssache, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Jetzt holen wir uns erstmal den Farm hier ab. I'm on the way. Bitte lass mir den Farm, bitte, bitte, okay, dann nicht. Warum auch, bin ja nur ADC, ich brauch keinen Farm, hast recht. So, komm, eine Wave nehmen wir mit. Ich möchte einfach nur am Ende des Games mehr Farm haben als MF. Können wir uns den Drake holen? Die sind alle übelst slow life, oder? So. Aber die MF? Habe ich gesehen? Ja, habe ich gesehen. Bleib ruhig. Ruhig, Freunde. Ruhig. Jetzt, komm. Jetzt immer ab. Poppy!
Ja. Komm, den werdet ihr doch wohl knacken zu dritt, oder was? Ass, komm gleich. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt stirbt er noch. GG! Ja, wir haben wieder genug Money. Aber nicht dafür. Jetzt können wir mal Dorans verkaufen. Dann gehen wir nämlich mal nach da drauf, damit wir auch Schaden machen. So, Freunde. Ist es GG? Mach Poppy fertig? Mach Poppy Feierabend? Ja, lol. Der Ende ist wieder da, Poppy. Sie merkt's nicht. Sie merkt's nicht. Der Ende ist wieder da. Bin gleich wieder da. Bin wieder in. Wo muss noch ein Baron? Ich habe ja keine Ult, ne? Sonst könnte ich jetzt einfach so eine reinschießen, aber macht auch keinen Sinn. Okay, wir gehen zum Baron, Freunde. Holen uns einen Baron. Raus aus Bronze. Regel Nummer 1. Nehmt eine Lane, die ihr nicht könnt. Und hofft auf einen. Hofft einfach auf die anderen. Nee, das macht gerade keinen Sinn, Freunde. Lass uns die hier abcashen. Machen die den? Was ist mit euch? Ist das hier ein A? Ja, toll. Unser Jungler ist tot und wir machen den Baron. Ich glaub's nicht. Das ist so richtiges NA-Play. Aber es funktioniert. Wer hätte das gedacht? Oh, lol. Ich leuchte. Gib mir meinen Farm. Nee, komm, Morgana. Hallo. Ja, entspann dich. Okay, mit der habe ich nicht gerechnet. Mit der habe ich echt nicht gerechnet, das war gerade richtig. Ich habe mein Curie missed, ansonsten sind diese getötet. Ach, Freunde, das Spiel macht mich auch echt müde. Das ist überhaupt nicht meine Lane, das sind überhaupt nicht meine Champs. Ich hoffe einfach nur, dass das hier gleich vorbei ist. Könnt ihr bitte einfach durchgehen und einfach Schluss machen? Einfach so. Hier schießen wir gleich unsere Ult lang. Haben wir einen guten Farm. Farm. Wir liegen immer noch 40 Farm hinten, ey. Ja, lass das für mich. Lass das für mich. Hallo. Bitte. Oh, du bist so ein blöder Penner, ey. Warum, Papi? Warum? So, ich denke mal, das war's. Warum treffe ich denn diese scheiß Q nicht mehr, ey? Was macht ihr? Oh Mann, Alter, beende das. Das ist so ein richtig ekelhaftes Bronze 5 Spiel, ne? So richtig, keiner schafft es hier zu finishen. Jeder macht hier irgendwie Fehler. Ich misse hier irgendwie andauernd meine Qs, warum auch immer.
unserem Baron-Buff. Ja, okay. Na, wir haben ihn doch schon gut ausgenutzt. Wir haben immerhin... Hier oben könnten wir jetzt noch schön einen Tower holen. Wenn die mal nicht noch sterben. Nee, okay. Morgana hat alles im Griff. Was macht er jetzt? Gut, Papi. Vorsicht. Okay, die Poppy scheint auch alles im Griff zu haben. Hat er gesagt, dass er Poppy Main ist, ne? Er ist ja Poppy Main. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen... Okay, warte mal, wir warten noch die 25, haben immer noch ein bisschen Rüstung, aber immer nicht ganz so schnell sterben. Das Spiel ist eh gleich vorbei, wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Schaden. Wir müssen nur noch ein bisschen überleben. Ja, ja, entspann dich. Kleiner Klugscheißer. Nehmen wir uns mal einen Blue mit. Eieiei. Wollen wir die abholen? Komm schon, Junge, die holen wir uns ab. Alle. Die holen wir uns alle. Hört sich apokalyptisch an. Ich bin dabei. Da oben sind sie. Ich kann fliegen. So, jetzt können wir finishen, Freunde. Das war's mit dem Bronze Play. Wir sind auf einem guten Weg raus. Uns fehlen natürlich noch einige Punkte, bis wir dann zu unseren Placements kommen. Aber ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. Ihr könnt ja mal sagen, wie es ankommt. Ob ihr das gut findet oder ob ich doch lieber wieder so eine Arams machen soll. Oder einfach nur Fun Games oder keine Ahnung. Aber ich denke mal, es war schon ein sehr amüsantes Game. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben Punkte gesammelt, wir sind auf dem Weg raus aus Bronze 5, was eigentlich auch der Plan war. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst einen Daumen da, kommentiert. Gebt mal ein paar Tipps, falls ich nochmal ADC spielen muss. Was ich auf jeden Fall falsch gemacht habe, was ganz gut war und was nicht. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann vielleicht eine meiner Lanes spielen darf. Und bis dahin,